Was also macht der Anachoret, der in Zurückweisung oder Entlarvung des schön gut ganz geglätteten Ternieren überwältigenden heraklitischen Hollywood-Filmchens, die er erkennt als ausschließlich der Engführung der Drittveränderungs-Wiederholungsimperative zu dienen haben und er sich dann auf die parmenideische Position in jedem Vergegenwärtigungsmoment das Memento Mori erwartend, sprich jene dahintersteckende wirklichere Wirklichkeit des bodenlosen Falls, nämlich des endgültigen Verwesen seines Wesens und er jeden Augenblicksmoment in dieser ausweglosen Iltis-Position verbringt, in Erwartung des endgültigen, da für ihn ja nichts anderes zu besorgen mehr ist, als diesen Moment erwartungslos, möglichst erwartungslos zu erwarten, als der endgültige. Und er dann auf die Idee kommt, dass diese Vorstellung des lebenstödlichen von Eros Thanatos auch nur wieder der Engführung der Drittimperativität dienlich sein musste, weil ja, wie wir dargestellt haben, alles Bewusstwerden eines Spiegelkabinetts im sich selbst spiegeln und darauf noch zu reflektieren nur möglich wird und dann hergenommen wird zur Übererfolgreichheit, zur Strategie, Vorhersehungsplanung für dieses Überleben eines nackten Wesens. Man muss sich mal vorstellen, das kommt auf die Welt als nackter Affe und wird dann den Gezeiten und den Elementen ausgesetzt. Und man schaut dann mal, was es in seiner einzelnen Abgeschiedenheit daraus machen wird. Also dieser Übererfolgreichheit der Drittimperative zu dienen hat, als ausschließlich Enggeführte, weil alle Bewusstseinsentstehungsprozesse nur um dieser Konstruktion willen, um des Preises willen dieses tödlichen und dann wieder neu zusammengesetzten und dann wieder ausgelöschten, um den Bewusstseinsfilm überhaupt erst erzeugen zu können als Differenzabstand eines über den Wassern schweben wollenden Geistes gegenüber einem abgespaltenen Körper, einem Projektionsraummaschinerie innerhalb eines abgeschlossenen Schädels, der keine Löcher haben müsste. Um da trotzdem nicht raus
ausblicken zu können, durchblicken zu können. Also, was macht der Anachoret in letztlicher Ausziehung, dass nicht nur das schön, gut, ganz geglättete heraklitische Bühnenspektakel eine Inszenierung darstellt für die Drittimperative, sondern das Leben Todesphantasma, um daraus Bewusstseinsgenerierung zu erzeugen, welche dann ebenfalls hergenommen wird für die Übererfolgreichheit, genauso ein Spektakel sein können und sein Erwarten des Endgültigen vom Rhizom, von der Matrix, vielleicht nur bekichert werden. Vielleicht sind wir nicht diese solipsistisch in Batteriekapseln eingeschlossenen, schleimigen, energieproduzierenden Wesen, die den Traum in einem Traum träumen. Vielleicht sind wir nicht jemand, der die rote oder die blaue Pille schlucken können müsste. Um auf die andere Seite zwischen Scheinoberfläche und Seinsoberfläche zu gelangen. Immer wieder auch interessant, dass in Matrix da, so wie der Mensch nach dem nächtlichen, gedankenlosen Erholungsschlaf aufwacht, erquickt, regeneriert, um dann wieder hinauszuziehen in eine gefahrvolle Welt, dem er dem Realen des Kairos zu begegnen hat, um entweder nicht selbst gefressen zu werden oder etwas zu fressen zu haben, dass das in Matrix auch immer das Hinüberbeamen in die Welt der Matrix ist und dass dann der Rückzugsweg, das Telefon, der Ausweg immer schon im Auge behalten werden muss in diesem gefährlichen Ausweg in die Irrealität der Realität, in der Ausweg in die Matrix einer scheinbaren Realität, um dann wieder zurückzukehren in den Tod, in den schlafenden, in den hypnotisierten Körper, bevor er wieder abgestopselt wird, um aufzuwachen in diesen ekelhaften Maschinenwelten einer anderen Rekombinatorik. Punkt, Punkt, Punkt.